Hi Leute, wir sind wieder eure Nils und eure Anni. Ich habe heute ein Paket bekommen, das ist gerade frisch geliefert worden heute. Und zwar haben wir das tatsächlich bestellt, oder du hast es bestellt, nach einer Empfehlung von der lieben Yvonne vom Kanal Himbeere Süß-Sauer. Könnt ihr euch eventuell schon was sagen, wir machen das Wanderpaket zusammen. Und sie hat eine Mystery Box quasi empfohlen, die aber komplett gefüllt ist mit Make-up und die ist jetzt von Amazon. Und du konntest es dir nicht nehmen lassen, es gleich zu bestellen, nein, ne? Ja, wir haben uns jetzt auch zusammengetan tatsächlich mit der lieben Yvonne. Sie macht auch ein Video darüber. Sie hat halt auch eine Mystery Box bestellt. Also seht ihr da auch nochmal, was da drin sein könnte. Und wir gucken jetzt einfach mal zusammen rein und wünschen euch ganz viel Spaß bei dem Video. Genau. Okay, ich würde sagen, wir schnacken nicht lange und gucken einfach rein. Ich bin nämlich mega gespannt und sitze schon den ganzen Tag wie auf heißen Kohlen. Ich bin froh, dass wir das heute gleich auspacken, sonst wäre das eine Katastrophe geworden. Das ist echt gemein, wenn man so lange warten muss. Ja. Also es ist relativ quadratisch, sehr flach, ja. Aber schwer. Ja. Also mal gucken. Was Kilo übrigens erwartet. Es fühlt sich schwerer an, finde ich. Ja, doch. Fühlt sich trotzdem schwerer an. Ja, ja, tut es auch wirklich. Das ist gefühlt schwerer als das Saturn-Mystery-Box-Ding, was wir ausgepackt haben. Das stimmt. Gucken wir mal. Vielleicht mal ganz kurz. Ich glaube, es hat 20 Euro gekostet, oder? 19,99? Ja. Ja, genau. Ja. Und keine Ahnung, wie viel da jetzt drin ist. Nein. Und was da jetzt drin ist und überhaupt. Also der Wert soll wirklich sehr, sehr gut sein. Teilweise doppelt, manchmal dreifach, manchmal sogar vierfach. Okay. Also wir lassen uns überraschen. Ich habe ganz viel Verpackungsmüll. Ja. Ganz viel, das auch nicht. Hier habe ich etwas. Oh, das fühlt sich nach Glas an. Das könnte Make-up sein. Okay, das ist von Cartier's All Matte Plus Camouflage Effekt in Light Beige. Das könnte Shine Control Make-ups, das hellste, glaube ich, Light Beige. Könnte aber schon fast zu hell sein, ne? Das ist relativ also hell, ja. Für mich wahrscheinlich auf jeden Fall zu hell. Das könnte wahrscheinlich eher was für dich sein. Von der Farbe wahrscheinlich. Farbe. Müssen wir mal gucken. Das kommt mit so einem Ups. Stock. Ja. Okay. Genau. Ja. Gut. Ja. Etwas. Ich glaube, ihr seht gar nichts, ein bisschen, aber. Ein bisschen hell. Ja, aber für dich weiß ich nicht. Nee, ich bin halt schon. Ja, guck mal. Ja. Es ist, ich glaube, eher meine Hautfarbe. Ja. Ist so dunkel, ne? Ja. Also, es ist eher meine Farbe. Ja. Das ist schon fast so dunkel, okay. Ja. Wow, das ist schon. Ja, ich war ein bisschen. Ich bin eine Kaltleiste. Ein bisschen in der Sonne. Obwohl im Vergleich zu meinen Beinen. Okay. Gut, ja, nicht, aber das nicht ist schlecht. Ganz ja, cool. Vor allen Dingen von Cartier's. Make-up ist aber immer gefährlich, ne? Einfach ja, von der Farbe her, ne? Okay. Ja. Stellen wir das hier so einmal hin. Gut. Next, please. Siehst du da was, wenn du durch die Bömmels wahrscheinlich nicht, oder? Ich mache eine auch zu. Okay, ich habe keine Ahnung, was ist denn hier? Ich habe irgendein stiftartiges Ding. Guck mal. Ist nochmal von Cartier's. Oh. Das hatte Yvonne auch schon erzählt, dass da hauptsächlich, ich glaube, Catrice und Essence und so drin sind. Also. Das ist ein Hydra Volume Lip Plumper. Das ist ein Lippen, genau, einfach ein Lipgloss. Das sieht mega cool aus. Das sieht richtig cool aus. Ja, das ist ein ganz helles Rosa. Ja, das wird so prickeln. Also so ein Minzding wird es sein. Das prickeln? Ja, ja. Das ist doch, kennst du nicht diese Plump-Dinger, die so nach Minze schmecken, riechen? Nee. Die prickeln so ein bisschen auf den Lippen. Also wird so kalt. Aber die sind eigentlich immer ganz schön. Das ist doch ganz cool. Das ist auf jeden Fall auch vegan. Und man kann es benutzen vor allem. Ja. Also es ist jetzt nicht so farbtechnisch vorbelastet quasi. Ja. Prickelt, ne? Ja. Ja, das ist dieses Plumping-Zeug. Okay. Das machen die aber alle. Das habe ich ja noch nie mitgekriegt. Hattest du noch nie so einen? Nee. Okay, wow. Ja. Fühlt sich irgendwie komisch an. Okay. Das sieht nach Fixing Spray aus. Ja, und ein Primer. Ja. Ja, mit Rosenextrakt. Auch von Cartier. Cartier. Ja. Ich bin bei Cartier. Ja, okay. Das sieht voll fancy aus. Und vor allem sprüht sich das, glaube ich, auch ganz schön. Ja, zumindest nicht so ein Flatschen, ne? Aber so gut, Flatschen. Ich finde es jetzt. Riecht komisch? Riecht jetzt nicht wirklich nach irgendwie was Bestimmtes. Aber es riecht ein bisschen süß.
Ist jetzt nichts riecht Intensives, nee. Eher so was Dezentes. Ja, riecht aber gut. Finde ich eigentlich auch ganz schön. Ja. Ja, cool. Fixing Sprays finde ich immer cool. Benutzt du gerne, ne? Ja. Das ist doch echt schon mal ganz cool. Okay. Das ist den Lippen. Das ist wirklich gewöhnungsbedürftig. Wow. Clean ID Hydra William Lip Plumper Vegan von Catrice. In der gleichen Farbe? Mm. Mm. Die sind ein bisschen... Nee. Guck mal. Ja, das eine ist ein bisschen... Ich wollte gerade sagen, das ist exakt das gleiche. Das andere ist nicht, ein bisschen... Ja, das ist beige, ne? Das eine ist so ein bisschen nude und das andere ist so ein bisschen... Ach, das eine ist Volume nude und das andere ist Hydro Chic. Also immerhin unterschiedliche Farben. Das ist okay. Aber das ist wirklich gewöhnungsbedürftig, wenn man das noch nicht kannte. Ja. Okay. Oh, hier habe ich irgendwas Quadratisches. Das könnte ein... Das ist eine Limited Edition, wieder Catrice. Das ist, glaube ich, Caviar Gauche. Ist das ein, wenn ich mich nicht ganz irre. Highlighter? Oh ja, ein Highlighter. Das ist ein Highlighter, genau. 1001 Pink Kristall Glow. Wie aus der Limited Edition. Pink? Sieht auf jeden Fall. Sah voll gold aus. Richtig pink. So ganz, ganz leichter Rosé-Schiff ist mit drin. Aber eher so ein Rosé-Gold. Wow. Der hat ganz schön Bums auf jeden Fall. Da muss man echt vorsichtig sein. Aber ich finde wieder die Verpackung schön. Ja. Also das sieht echt cool aus. Das stimmt. Ja, wow. Aber es ist sehr viel Catrice. Bis jetzt nur Catrice tatsächlich. Jo. Ein Make-up. Das könnte von der Farbe deutlich besser passen. Das ist wieder Catrice Poreless Perfection Mousse Foundation in der Nummer 030. Das sieht ein bisschen komisch, ne? Weil... Also, so hell und dann... Ja, genau. Ja. Du hast halt... Gut, die Wahrscheinlichkeit ist dann größer, dass du eins davon benutzen kannst. Eins wenigstens, ne? Genau. Mhm. Aber das ist halt schwierig, finde ich irgendwie. Also ist halt klar, dass du dann nicht beide benutzen kannst. Nee. Na, ich würde mir mal eine andere Marke wünschen. Wenigstens ein bisschen. Mousse, das ist heilige. Das ist ein Mousse, fest wahrscheinlich, ne? Boah, ey, du musst erst auch... Na gut, das ist vielleicht ein bisschen... Du musst erst auch auf der Heizung oder sowas legen. Oh Gott. Es ist schon wieder dunkel. Ja, es ist schon dunkel. Obwohl, das könnte gehen. Ja, das könnte gehen. Ja. 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 Also, es zieht ein bisschen ein. Also könnte zumindest eher gehen als das andere, genau. Ja. Sieht vor allem aber auch so aus, als ob das. Also, es sieht auch wieder aus nach so einem richtigen Mousse-Finish irgendwie. Ja. Ne? Das wird so samtig irgendwie. Ja, genau. Wie so ein bisschen wie diese Asamen, ne? Ja, genau. Da habe ich auch gerade dran gedacht. Das ist so ein bisschen. Okay. So, wollen wir mal ein bisschen. Ich werde auch wieder. Keine Ahnung, was da, wie viel da ist. Oh, Catrice. Oh, Runder. Velvet Matte Lip Cream. Das ist so ein bisschen. Ja. 150 Nude. Ist das ist aber schön. Einen leichten Peach-Einschlag eher, oder? Ja, würde ich auch sagen. Also eher so ein bisschen Peach. Ja. Finde ich aber auch ganz schön. Ist halt matter, ne? Die Farbe ist auch voll okay. Also es ist halt jetzt vor allem auch sommermäßig, ne? Also finde ich ganz gut. Schon wieder ein bisschen lippenmäßiges, glaube ich. Ja. Wow. Catrice. Das ist, das ist aber so demi-matt. Das ist vor allem dunkel, glaube ich. Das ist, nee, doch nicht so dunkel. Das ist so ein lila Ton. Oh, das ist aber schön. Und ich glaube, der glitzert, ne? Aber das ist demi-matt. So ein mittelmatt-Ding. Ja, aber es könnte voll deine Farbe sein, oder? Ich glaube auch. Ja, es ist halt lila, ne? So ein Vergleich, war der davor volle Kanne orange. Ja. Aber das finde ich schöne cool. Schöne Farbe. Das ist eine richtig schöne Farbe. Schöne Farbe. Vor allen Dingen, das ist auch eine Farbe, die würde ich auch tragen. Also, ja. Diese lila. Ja. Next. Gut, ist das anderes? Hier habe ich was ganz Kleines, Dünnes. Nein. Catrice! Oh Wunder! Ein. Ich stecke mal Augenbrauen. Ja. Combo Mikropen. Oh, das sind diese Dreizack-Dinger, die so drei Spitzen haben. Damit sollst du dann das richtig schön. Kannst du die Haare quasi direkt einzeichnen mit drei Spitzen direkt. 0,50 Granit. Oh, das ist schwarz. Ja. Granit ist schwarz. Ja, das ist wirklich schwarz. Ja. Ja, farbtechnisch schwierig, ne? Ja, also schwarz als Augenbrauenfarbe weiß ich nicht, benutze ich eigentlich gar nicht. Nee, also keine schwarzen Augenbrauen. Nee. Ich habe so nach Lippen gebremst, damit ich das anders. Das ist nicht mehr so viel anderes. Nee. Come on.
Hier ist noch was Dünnes. Ach, guck mal. Hier ist noch ein, der gleiche wie eben, aber... In braun? Dark brown, ja. Also dunkelbraun. Oh, das geht besser. Deutlich besser, ja, als das, der andere. Das, ich glaube, den kann man schon eher benutzen. Das ist super. Da ist der andere wahrscheinlich schon ein bisschen schöner. Okay, das ist gleich. Die gleichen Sachen finde ich auch ein bisschen enttäuschend. Ja, das fühlt sich hier so ein bisschen nach einem Nagellack an. Oh! Ja. Oh, von Essence. Oh! Shine, wow. Last and Go. Wir haben einmal Essence, aber leider. Ja. In dem Fall leider ein Nagellack. Wow. 78 Orange Skies? Skies? Skies, ja. Sehr orange. Ja, es ist. Aber zeig mal deine Nägel. Passt doch super dazu, oder? Also. Das passt echt dazu. Ja. Ja. War da noch was? Nicht genau. Ich hol mir mal noch. Okay, ist noch was. Oh, guck mal, Essence. Das passt doch. Shine, super. Last and Go. Noch ein Nagellack, der ist in der Farbe Cotton Candy Love. Das ist so ein rosa, so ein Baby-Rosa. Ist aber eigentlich auch eine schöne Farbe. Ja. Also die Farben sind eigentlich ganz cool, zumindest für den Sommer passend. Okay. Ja, da war noch was. Ja. Das ist auch irgendwie hier gestrickt oder so. Ne? Das ist Armangel, oder? Ja. Cartier. Clean ID. Warum immer Cartier? Es gibt Cartier, aber ja, das ich weiß. Ja. Ja. Nee, keine Ahnung. Leider nicht Cartier, sondern Catrice. Ach so, das ist so ein Gel, was du immer benutzt für. Genau, ich habe nur ein getöntes. Fixing-Gel. Ja, Fixierungsgel für die Augenbrauen, genau. Ja, naja, gut. Aber das finde ich eigentlich ganz cool, sowas. Ja. Benutze ich jetzt nicht wirklich, aber ich kann es ja mal ausprobieren. Vielleicht finde ich das ja total toll. Ja, soll halt dafür sorgen, dass es in Form bleibt. Ja. Ich weiß nicht. Ja. Wie meine Augenbrauen unförmig werden können. Also. Ja, wenn die Haare so in alle Richtungen stehen. Weißt du, dafür benutzt man sowas. Ja, gut, dann hast du Glück, dass du es nicht brauchst, wahrscheinlich. Also ich versuche die jetzt auch nicht unnatürlich zu formen. Nee, manchmal wachsen die aber auch nach unten oder so. Dann da ziehst du sie raus. Kennt man, ja. Also und wenn alle nicht, nach unten wachsen, ja, gut, ziehst du dann alle raus. Ganz schlecht, aber es ist sehr selten. Mal gucken. Da war ja, noch sehr viel Verpackung drin, aber vielleicht haben wir ja was übersehen. Oh, da ist noch was. Das ja, da war sogar noch was. Ach, guck mal, das ist das, was ich benutze. Clean ID Colored Brow Filling Gel. Okay. Das ist ein Augenbrauen-Gel mit Farbe. Mit Farbe. Ja. Ja, okay. Sowas würde ich eher benutzen. Das ist halt quasi das gleiche, nur in grün. weiß ich nicht, Farbe 010 Light. Also helle, ja, gut. Helle Farbe. Also die Abwechslung ist dabei. Ich habe auf eine Palette gerufft oder so. Irgendwas in der das Art. Das wird da nicht dabei sein. Das ist ganz cool, dass der Highlighter wenigstens dabei war. Ja, das stimmt, ja. Hier haben wir noch einen Stift. Das ist nochmal das gleiche. Das ist dunkler, glaube ich. Ja, in Dark 030. Auch so ein Augenbrauen-Fixing-Gel. Ja, auch wieder ein Augenbrauen. Das ist das dritte Augenbrauen-Gel. Ja. Gut, wollen wir mal gucken. Rein, ja. Oh, da sind noch drei Sachen. Mindestens, echt? Ja. Vier. Nehmen wir erstmal das hier. Oh, das ist Essence! Ja. Wir haben einmal Essence, ein Smoothie Gloss, Lovely Raspberry, das ist ein Lipgloss. Ja. Oh, die Tube finde ich cool. Non-Sticky Lipgloss, also soll auch nicht klebrig sein. Wir haben immerhin einmal Essence mit drin, aber es ist relativ viel für 20 Euro, glaube ich. Man muss wahrscheinlich einmal schütteln. Ups. Ist so Öl oder so mit drin, glaube ich. Gut. Aber die Farbe ist eigentlich ganz schön. Ist halt so ein schöner Gloss-Ton, ne? Ganz also es ist jetzt nichts Deckendes. Nee. Und wirklich einfach nur so ein bisschen. Ganz leicht und schön, ne? Ja. Okay. Wie gesagt, da waren noch ein paar Sachen drin. Hier noch was. Nochmal ein Lippenstift von Catrice. Mhm. Überraschung. Demi Matte Lipstick 030 in Coffee. Oh, das wird braun sein. Ach, meine Güte. Die hatten wir 080 übrigens. Das war ein braun. Okay, Pink. Das ist. Also, aber mit einem Rotstich. Und lila, ne? Ja, aber so ein bisschen rosa. Ja. So ein bräunliches rosa Nude. Finde ich aber auch schöne nicht schlecht. Ja. Dadurch, dass es auch nicht so diesen richtig pinken Touch hat, würde das zu mir dann tatsächlich auch wieder, genau, wieder ein bisschen besser passen. Ne? Also finde ich gar nicht so schlecht. Doch, ist schön. Irgendwo untergebuddelt. Oh, nee. Ein Augenbrauen-Gel in der Farbe 020 Medium. Also man hat zumindest drei unterschiedliche Farben. Nee, drei Farben. Man hat, glaube ich, alle Farben. Okay, also hell, mittel und dunkel.
Ja, gut. Wie gesagt, die Auswahl. Hell und Mittel kann man benutzen. Ja. Also könnten wir benutzen, aber. Okay. Ja, gut, viermal Augenbrauengel brauchen wir. Hey, das ist auch nicht unbedingt. Wir haben nur zwei Stifte dran. Und zwar von Essence. Oh, ein Lipliner. Genau. Soft Contouring. In der Farbe 14, glaube ich. Beereton. Absoluter Beereton. Yeah. Never too late. Ich weiß nicht, ob das die Farbe ist. Hier steht um eine 14. Ja. Ist wahrscheinlich die Farbe. Ja. Ui. Ja, das ist so ein Beerepink. Das ist, ui. Das hat ganz schön Bums. Das hat, ja, mega Bums. Mhm. Ja, gut, passt aber zu keinem von denen, ne? Nee. Nein. Aber ich habe keine Lip Liner. Also die kannst du auch einzeln tragen. Genau. Ohne Lippenstift. Ja. Ja. Okay. So ein Stück ein Stift ist, glaube ich, noch. Ja. Ah, noch ein Lip Liner. Dann war es das, glaube ich. Noch ein Lip Liner in der Farbe Something Different. Die 15, das ist. Bräunlicher, ne? Ja, nicht so knallig vor allem. Mhm. Ja, das ist so ein. Bisschen bedeckter, ja. Wieder so ein. Gut. Oh, nee, so ein lila. Das ist eher lila. Okay. Aber wir haben kein Puder, kein Blush. Ein einziges mit der Highlighter, ne? Ja, das ist ein bisschen schade. Nichts für die Augen, so gesehen. Also nur der Highlighter an Puderprodukten. Ansonsten Lippen, Augenbrauen. Augenbrauen. Nagellack. Augenbrauen. Und ein bisschen Make-up. Also, es ist schon Abwechslung da, aber es wäre halt schön, wenn es noch mehr Abwechslung gewesen wäre, oder? Also, ich meine, wir haben zweimal Lipgloss. Eins, zwei normale Lippenstifte, einmal so eine matte Lippenstiftgeschichte, die zwei Lipliner, genau, viermal Augenbrauengel, noch ein Lipgloss. Was war denn das hier? Achso, Augenbrauenstift. Ja. Hatten wir da nicht noch einen? Den schwarz, nee. Doch, das ist dieser Dreizack. Da hatten wir den schwarzen und den helleren, oder? Oh, stimmt, ja. Wo ist der hin? Den Highlighter Fixing Spray war ganz cool und zweimal Make-up und zweimal Nagellack. Okay, also vom Wert her wird es auf jeden Fall über die 20 Euro kommen. Ja, zumindest dran. Ne? Ich denke schon. Ja. Also teilweise, die kosten ja teilweise schon so an die 3 bis 5 Euro. Ich denke, da wirst du auf jeden Fall den Wert auf jeden Fall rausgekriegt haben. Wollen wir das einmal irgendwie versuchen durchzurechnen? Ja, wir gucken mal, ob wir es finden und blenden es dann direkt mit ein. Genau. Wo wir jetzt rausgekommen sind. Ja. Ja, weiß ich nicht. Ich fand es jetzt ein bisschen enttäuschend, dass halt fast nur Catrice drin ist, ne? Ja. Also ich hatte zumindest mit irgendwie ein bisschen anderen Marken gerechnet. Ja, das ist schade, ob ich jetzt einfach so eine Box erwischt habe. Aber ich finde es spannend. Und ich glaube, nach meinem Fail im letzten Video mit ja, der Box... deutlich besser. Bin ich da wirklich, wirklich sehr, sehr froh, dass das jetzt nicht komplett nach hinten losgegangen ist. Ich glaube, das kann man auch nochmal probieren. Ja. Folien gekriegt habe für keine Ahnung was. Aber Yvonne meinte tatsächlich auch, es sind doch mal Paletten drin. Und, ne? Es ist auch mal andere Marken drin. Da muss man wahrscheinlich einfach Glück haben, wie es bei Mystery Boxen halt immer so ist. Ne? Aber es ist auf jeden Fall jetzt kein Schrott in dem Sinne. Vor allen Dingen alles, was ich nicht brauche, könntest du eventuell brauchen oder ich gebe es halt weiter. Ne? Wir haben ja unsere schöne Wanderbox. Da kann ich jetzt ein bisschen was reinpacken. Ja, definitiv. Ja, also ich würde sagen, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich möchte das auf jeden Fall auch weitermachen. Also ich glaube, das wird das, was ich öfters mal bestelle. Finde ich auch ganz cool. Vielleicht? Ja. Genau, schreibt gerne mal unten in die Kommentare, was ihr von solchen Videos haltet. Ob euch das interessiert. Hast du noch was Schönes zu sagen? Nicht wirklich. Gut. Ich finde es ganz nett. Das ist mal eine ganz coole Spielerei. Irgendwie gerade, wenn man auch nicht so viel hat und sich mal durchprobieren will. Ne? Dafür ist es ganz cool. Aber also ich bin jetzt auch nicht extrem begeistert. Ja gut, du hast aber auch andere Vergleichsmöglichkeiten. Das ist halt aber auch andere alles Boxen so, irgendwie noch, sind, ne? Ich finde, manche Sachen sind auch einfach super langweilig. Ich meine, tut mir leid, aber Augenbrauengel, das finde ich überhaupt nicht, das catcht einen halt gar nicht. Ne, wenn man keins hat, okay, aber halt der Highlighter ist cool. Sowas finde ich ganz cool, um es auszuprobieren, aber ja, es ist auf jeden Fall ganz nett und deutlich besser als die. Ja. Letzte. Deswegen bin ich, glaube ich, ein bisschen mehr begeistert. Wahrscheinlich, ja. Ja, gut. Dann hoffen wir, euch hat das Video etwas gefallen. Und dann
würden wir uns schon verabschieden. Ich würde sagen, guckt vor allem noch mal gerne in der Infobox vorbei. Wir verlinken euch das Video von Yvonne einmal unten. Vielleicht hat sie ja Paletten oder was auch immer drin. Wir sind auf jeden Fall super gespannt. Wir wissen es nämlich aktuell auch noch nicht. Werden auf jeden Fall gerne mal reingucken. Und genau, ansonsten bedanken wir uns noch bei euch fürs Zuschauen. Hoffen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin. Tschüss. Tschüss. Hi Leute, hier sind wieder eure Ness. Und das Motorrad. Können wir nochmal von vorne anfangen? Okay. Hi Leute, hier sind wieder eure Ness. Und eure Annie. Sorry. Okay. Ich bin ganz ernst, wir können jetzt anfangen. Okay, gut.